Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ich hatte ja versprochen, mich mal in die US-Steuerreform einzulesen und einige Punkte rauszupicken, die für uns als Investoren durchaus wissenswert und interessant sein könnten. Es gibt jede Menge Literatur dazu. Ich empfehle jedem einfach mal zu googeln, vielleicht auf eine Seite zu gehen wie die von dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG oder PwC. Natürlich gibt es auch viele andere englischsprachige Seiten, wo man sich tiefgründiges Wissen anschauen kann, anlesen kann. Der gesamte sogenannte Tax Cut and Jobs Act, TCJA, der am 22. Dezember 2017 von Präsident Trump unterschrieben wurde, der ist über 1100 Seiten dick und das möchte ich wirklich niemandem zumuten, ich mir auch nicht, das ganze Gesetz zu lesen. Die Seite des amerikanischen Finanzamtes bzw. des Internal Revenue Service IRS hat eine eigene Sektion nur für die Steuerreform und an der Umsetzung der gesamten Reform wird immer noch gefeilt. Also, was man für uns praktisch daraus wissen muss, sind im Grunde genommen die folgenden Punkte. Erstens, die Steuersätze für die Körperschaftssteuer in Amerika werden gesenkt. Das heißt, statt irgendwas maximal von 39,6% Steuern werden jetzt eben nur noch 21% Steuern fällig, Körperschaftssteuer. Dazu kommen dann noch lokale und Bundesstaatssteuern, sodass man irgendwo auf einen effektiven Steuersatz im Unternehmensbereich von 25% kommt. Folge für uns, die Gewinne pro Aktie dürften in den nächsten Jahren drastisch ansteigen. Wir reden hier immerhin von einer Reduzierung in der Spitze bei den Steuern von bis zu 40%. Zweiter Punkt, die Sofortabschreibung von Investitionen. Musste man früher ein Auto, einen Computer oder irgendeine Anlage über viele Jahre abschreiben in der Bilanz, so kann man diese Investitionen nach dem Steuerreformgesetz bis zum Jahre 2022 voll sofort im Anschaffungsjahr abschreiben. Der Effekt darauf sollte sein, dass die Firmen das eingesparte Geld eben nicht einfach in der Firmenkasse behalten oder als Dividenden ausschütten, sondern es sollen damit Jobs geschaffen werden und es soll investiert werden. Wir wissen ja, dass beispielsweise die Infrastruktur in Amerika durchaus verbesserungsbedürftig ist, sagen wir es mal so. Dritter Punkt. Zinsen können nur noch beschränkt abgezogen werden. Also hier wird das sogenannte Einkommen vor Steuern, Abschreibungen, also das sogenannte Taxable Income genommen. Und von diesem Taxable Income kann man jetzt nur noch 30% maximal als Schuldzinsabzug in die Betriebsausgaben buchen. Das könnte zu einem Problem werden für Firmen, die hohe Zinsen zahlen bzw. hohe Verschuldungsquoten haben, beispielsweise bei den REITs. Ja, wobei es bei den REITs so ist, zumindest bei den Equity REITs, die können optieren, bei der alten Regelung zu bleiben, sodass hier also auch im Falle des Umgangs mit Fremdkapital gesichert ist, dass die nicht in die Verlustzone rutschen und plötzlich hier zum Steuersubjekt oder zur Steuermelkkuh werden. Wichtiger Punkt wäre dann noch der vierte, das ist die sogenannte Auslandsrepatriierungssteuer oder Toll Tax oder Transition Tax oder Repatriation Tax, wie sie auch genannt wurde. Das ist das, was in den letzten Quartalsergebnissen schon deutlich zu spüren war. Was besagt diese Steuer? Diese Steuer besagt, dass auf Gewinne, die in den Jahren 1987 bis 2017 von US-Firmen im Ausland erwirtschaftet wurden, dass darauf eine einmalige Steuer zu zahlen ist. Das heißt, diese Gewinne werden akkumuliert und werden dann, wenn sie in Cash vorhanden sind, mit 15,5% Steuer belegt. Und wenn sie diese Gewinne reinvestiert wurden, also nicht liquide zur Verfügung stehen, wird eine 8%ige Steuer fällig. Das ist ja etwas, worauf viele amerikanische Unternehmen gewartet haben. Und das hat sich auch bei den letzten Earnings eben als Verlustbringer erwiesen.
Was ist nämlich passiert? Beispielsweise eine Firma wie Johnson & Johnson hat sofort gesagt, okay, wir haben Gewinne im Ausland und wir werden auf diese Gewinne 13,6 Milliarden Dollar Steuern zahlen. Das führte dann dazu, dass im vierten Quartal 2017 ein Verlust ausgewiesen wurde und dass fürs Gesamtjahr 2017 bei Johnson & Johnson der Gewinn um 92% eingebrochen ist. Ein ähnliches Bild sehen wir bei Apple. Apple hat zwar noch keine Ergebnisse in dieser Art und Weise vorgelegt, aber wir wissen, Apple hat ungefähr 274 Milliarden Dollar an unversteuerten Gewinnen, also an im Ausland versteuerten Gewinnen, irgendwo außerhalb der USA gebunkert und hat jetzt angekündigt, dieses Geld heimzuholen. Darauf werden 38 Milliarden Dollar Steuern fällig. Und Apple beabsichtigt mit dem Geld, mit diesen 200 und dann noch 50 Milliarden, irgendwo um die 20.000 Jobs in Amerika zu schaffen. Ähnliche Größenordnungen, beispielsweise Exxon möchte 40 Milliarden Dollar in Amerika investieren, holt dazu auch große Auslandsguthaben zurück nach Amerika. Microsoft hat gemeldet, 13,8 Milliarden Dollar Steuern zu zahlen. Hat damit auch einen Quartalsverlust ausgewiesen und wird 132 Milliarden Dollar Auslandsvermögen zurückholen in die Vereinigten Staaten. Selbst eine Firma wie Goldman Sachs redet hier über eine Steuerlast von 5 Milliarden Dollar, die an den amerikanischen Fiskus zu überweisen sind. Was muss man hier wissen oder auseinanderhalten? Das eine ist die Steuer, diese Repatriierungssteuer, die muss tatsächlich für das Jahr 2017 in der Bilanz ausgewiesen werden. Das ist aber eine einmalige und nicht wiederkehrende Belastung. In diesem Sinne muss man also keine Angst haben, dass Microsoft oder Apple oder Johnson & Johnson jetzt dicht vor der Pleite stehen. Man sollte also in Zukunft diese Earnings über das vierte Quartal 2017, so sie denn noch nicht durch sind, es haben ja viele Unternehmen andere Finanzjahre als das Kalenderjahr, da sollte man also zweimal hinschauen, ob da Einmaleffekte durch die Steuer vorhanden sind. Und wenn ja, kann man die auch wieder rausrechnen, weil die kommen nicht wieder. Der zweite Punkt, den man hier wissen muss bei dieser Repatriierungssteuer, die wird nicht sofort fällig. Man muss sie zwar sofort deklarieren, aber man kann sie in 8 Jahren abstottern oder im Verlaufe von 8 Jahren abstottern. Dabei wird im ersten bis fünften Jahr jeweils 8% der Steuerlast tatsächlich cashwirksam fällig. Also das muss man dann ans Finanzamt überweisen. In den ersten 5 Jahren jeweils 8% der Steuern. Dann geht es im sechsten Jahr auf 15, im siebten Jahr auf 20 und im achten Jahr auf 25% der Steuerlast. Das heißt, wir haben es im vierten Quartal 2017 deklariert. Wir zahlen aber im Prinzip in den nächsten 8 Jahren und in den nächsten 7 Jahren zahlen wir nur 3/4. Ein Viertel kommt dann im achten Jahr auf einen Ritt hinterher. Das Ganze wird übrigens nicht verzinst, das heißt, es werden keine Strafzinsen fällig, weil man die Steuer nicht sofort zahlt, sondern es wird zinsfrei gestundet bis zur Fälligkeit. Also auch eine nette Geste des amerikanischen Steuerservice, hier einfach mal so einem Unternehmen, sage ich mal wie Apple, auf die 38 Milliarden Dollar Steuern, die zu zahlen sind, einen zinslosen Kredit mit einer Laufzeit von bis zu 8 Jahren zu gewähren. Das soll es aus aktuellem Anlass nochmal zum Thema Steuerreform in den USA gewesen sein. Generell kann man sagen, es wird angenommen, dass die Staatsverschuldung in Amerika durch diese Steuerreform wahrscheinlich von mehr als 2 Trillionen auf circa 3 Trillionen Dollar anwachsen wird über die nächsten 10 Jahre. Die Schätzungen gehen aber hier sehr, sehr weit auseinander. Und wichtig ist, dass man eins versteht: Die letzte Steuerreform in diesem Ausmaße, 1981 vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan in den Kongress gebracht und damals auch verabschiedet. Diese Steuerreform hat es geschafft, dass Amerika in den 80er Jahren in den längsten Bullenmarkt der Geschichte eingetreten ist, hat zu Wirtschaftswachstum und Einkommenszuwächsen geführt, aber eben auch zu einer drastischen Ausweitung der Staatsverschuldung. Und in den späten 80er Jahren war durch diese marktwirtschaftlichen Steuerreformen Amerika dann endlich wieder wettbewerbsfähig.
Ähnliches erhofft sich der Präsident jetzt, wobei wir natürlich komplett andere Umgebungsbedingungen haben. Anfang der 80er Jahre hatten wir Zinsen in Amerika von über 18% und wir hatten eine Inflationsrate, die lag irgendwo im Bereich von 8-9%. Heute haben wir kaum Inflation, wir haben kaum Zinsen. Wir werden also Zeuge eines riesigen Experiments hier und deswegen gilt es, genau darauf zu achten, was die einzelnen Unternehmen mit dem Geld, den eingesparten Steuern anfangen, wo sie es investieren, ob sie es sinnvoll investieren, beziehungsweise ob es vielleicht auch die eine oder andere Sonderdividende daraus geben könnte. In diesem Sinne, ich bin kein Steuerberater. Ich möchte auch ganz klar sagen, das ist mein privater Wissensstand, den ich hier zum Besten gebe. Ich überlasse das Feld gerne den Wirtschaftsprüfern, den Steuerberatern, den Controllern. Ich kann auch nur sehr bedingt weitergehende, tiefergehende Fragen dazu beantworten. Ich habe mich hier einfach vom Pragmatismus leiten lassen, getreu dem Motto, was muss ich wissen, um ein Unternehmen, beispielsweise jetzt die bevorstehende Berichtssaison, auch wieder richtig einschätzen zu können. Die anderen 1050 Seiten dieses Gesetzes habe ich nicht gelesen und ich habe es auch nicht vor. Ich habe andere Dinge zu tun, zum Beispiel auf mein Geld aufzupassen. In diesem Sinne, passt ihr auf euer Geld auf. Weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich auf eure Kommentare, vielleicht auch Ergänzungen zu diesem Thema. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Nils Gajowi.